Gottfried August Bürger, der Bauer in seinen durchlauchtigen Tyrannen. Wer bist du, Fürst, dass ohne Scheu zerrollen mich dein Wagenrad, zerschlagen darf dein Ross? Wer bist du, Fürst, dass in mein Fleisch dein Freund, dein Jagdhund, ungebläut darf Klau und Rachen hauen? Wer bist du, dass durch Saat und Forst das Hurra deiner Jagd mich treibt, entatmet wie das Wild? Die Saat, so deine Jagd zertritt, was Ross und Hund und du verschlingst, das Brot, du Fürst, ist mein. Du, Fürst, hast nicht bei Eck und Pflug, hast nicht den Erntetag durchschwitzt. Mein, mein ist Fleiß und Brot. Ha, du wärst Obrigkeit von Gott? Gott spendet Segen aus. Du raubst. Du nicht von Gott. Tyrann. Liebe Freundinnen der Poesie, willkommen. Wir sprechen über Gottfried August Bürger, der Bauer in seinen durchlauchtigen Tyrannen. Und wir müssen schon gleich im Titel eine kleine Unklarheit vielleicht klären. Wenn es hier heißt, in seinen durchlauchtigen Tyrannen, dann ist es eine lateinische Form des in. Dieses in bedeutet gegen. In seinen durchlauchtigen Tyrannen heißt gegen seinen durchlauchtigen Tyrannen. Dieses lateinische in der Bedeutung von gegen findet sich auch bei Schillers Räubern in Tyrannos, gegen die Tyrannen. Das ist hier ein wichtiger Hinweis, diese Nähe zu Schillers Räubern. Die Zeit, in der dieses Gedicht entsteht, ist nämlich genau diese Zeit. Das ist die Zeit des Sturm und Drang. Und tatsächlich ist dieses Gedicht ein Sturm und Drang Gedicht. Und wir haben einige Merkmale, die zu dieser Periode passen. Und die werden wir jetzt durchgehen. Beginnt eigentlich schon direkt beim Titel. Es spricht der Bauer. Wir hatten in der deutschen Literatur jetzt eher selten Bauern, die sich da zu Wort melden. Oft kommen Bauern als lustige Figuren vor in Schwenken, in Komödien. Aber dass der Bauer hier ernsthaft seine Stimme erhebt, das kennt man eigentlich sonst eher selten. Es gibt den Landmann, der mit dem Tod spricht. Das ist eine Geschichte aus dem Spätmittelalter, aus der frühen Neuzeit. Aber der Bauer, der hier gegen seinen Fürsten spricht, das ist jetzt nochmal eine neue Qualität. Dieses Gedicht ist ein Rollengedicht. Das bedeutet, der Autor, Gottfried August Bürger, taucht hier in die Rolle des Bauern ein. Er ist nicht selbst der Bauer, sondern er projiziert sich in den Bauern und er spricht aus der Rolle des Bauern. Deswegen nennt man das eben ein Rollengedicht. Und aus der Sicht des Bauern kritisiert er hier den Fürsten. Und diese Kritik an der Autorität, diese Kritik an den Fürsten, das ist typisch für den Sturm und Drang. Und auch die Ausdrucksweise, die hier verwendet wird, ist typisch für den Sturm und Drang. Gehen wir das mal systematisch durch. Wir haben 6 Strophen und die ersten 3 von diesen kleinen Strophen, es sind 3-versige Strophen, es sind Terzinen. Diese ersten 3 beginnen alle mit derselben Anrede: Wer bist du? Wer bist du, Fürst? Wer glaubst du zu sein? Was gibt dir das Recht, dich so zu verhalten, wie du dich verhältst? Also 3-mal diese Anapher: Wer bist du, Fürst? Wer bist du, Fürst? Wer bist du, dass du das alles machen kannst? Und dann zählt er auf, was der Fürst alles macht. Das ist die erste Hälfte des Gedichtes. Und in der zweiten Hälfte des Gedichtes sagt der Landmann dann: Du benimmst dich hier, als ob alles dir gehören würde, aber in Wahrheit gehört alles mir. Das ist revolutionäres Gedankengut für die Zeit, denn natürlich haben die Fürsten sehr wohl ihren Anspruch irgendwie gerechtfertigt und sehr wohl die Meinung vertreten, dass alles ihnen zusteht und sie das alles nehmen dürfen. Und die Vorstellung, dass der Bauer hergeht und sagt: Nein, das gehört mir, ich habe da gearbeitet, ich habe hier geschwitzt für dieses Brot,
ich habe die Ernte eingefahren, also darf ich das auch genießen. Das ist damals und auch heute gar nicht so selbstverständlich. So, also zuerst einmal fragt er, wer bist du, Fürst? Und dann erzählt er, was der Fürst da alles macht. Es sind drei Fragen, also die ersten drei Strophen sind lauter Fragen. Zuerst, ohne Scheu darf mich dein Wagenrad zerrollen und dein Ross darf mich zerschlagen. Also ich, Mensch, ich, Bauer, werde gar nicht wahrgenommen. Ich kann einfach von dir da überrannt und überrollt werden. Dein Jagdhund darf mich attackieren, darf seine Klauen und seinen Rachen in mein Fleisch hauen, sagt er hier. Und du kannst mich durch Saat und Forst treiben. Also wir haben das Pferd, wir haben den Hund und wir haben den Fürsten selber, die mit dem Bauern Willkür treiben. Und wenn er da sagt, entatmet wie das Wild, entatmet, das heißt in dem Fall atemlos, wie das Wild, du behandelst mich wie irgendeinen Hirsch oder ein Wildschwein, das man durch den Forst treiben kann. Wer gibt dir das Recht dazu? Wer gibt dir das Recht, mich zu behandeln, als wäre ich kein Mensch, als wäre ich nur irgendein Tier, das du jagen kannst? Und das ist gar nicht nur metaphorisch, das war ja auch tatsächlich so, dass die Bauern sich sehr schlecht behandeln lassen mussten. Und hier wird das eben alles sehr kritisch in Frage gestellt. Und dann sagt er sehr deutlich, die Saat, so deine Jagd zertritt. Dieses so, das ist wie ein Relativpronomen, das ist wie die Saat, die deine Jagd zertritt. Was Ross und Hund und du verschlingst, also wieder Pferd und Hund und du, die drei, die schon vorher vorgekommen sind. Das Brot, du Fürst, ist mein. Sehr starkes Selbstbewusstsein, man darf daran zweifeln, dass ein Bauer in dieser Zeit sich tatsächlich getraut hätte, so aufzutreten und so zu sprechen. Und dann begründet die vorletzte Strophe diesen Anspruch. Du, Fürst, hast nicht bei Eck und Pflug den Erntetag durchschwitzt. Ich war fleißig, ich darf das ernten. Wer das erarbeitet, der soll es auch haben. Jetzt wissen wir, die Fürsten, vor allem des Mittelalters, auch später noch eine Weile, auch in der Zeit hier, in der Bürger schreibt, die haben ihr Recht abgeleitet direkt von Gott und sagt, wir sind von Gottes Gnaden in diese Position gebracht. Gott will, dass wir über das Land regieren. Gott will, dass wir diese Macht haben. Und dann kommt genau das in der letzten Strophe. Ha! Du wärst Obrigkeit von Gott. Du willst dich legitimieren mit göttlichem Anspruch. Das ist lächerlich, denn Gott spendet Segen aus. Du raubst. Auch das ist typisch für den Sturm und Drang. Da wird was Gott macht, interpretiert und aus dieser Interpretation wird dann abgeleitet. Gott spendet Segen aus, Gott ist gütig, mild, er gibt, du hingegen nimmst. Du hast mit Gott nichts zu tun, du nicht von Gott. Tyrann. Einen Fürsten als Tyrannen anzusprechen, das war damals auch nicht beliebt. Niemand wollte gerne als Tyrann in die Geschichte eingehen. Man wollte immer ein guter Fürst sein, da gab es dann unterschiedliche Vorstellungen, was genau das ist. Aber als Tyrann wollte man sicher nicht betitelt werden und deswegen ist das auch ziemlich frech. Auch diese freche Wortwahl hier, du nicht von Gott Tyrann, das ist auch wieder Sturm und Drang. Da traut sich jemand was, da ist jemand sehr forsch, da ist jemand sehr deutlich in der Wortwahl, das ist nicht so verborgen und wie wir bei Matthias Claudius gesehen haben beim Kriegslied, da ist es doch ein bisschen versteckter. Claudius sagt, ja, ich möchte nicht schuld sein am Krieg. Und dann Subtext, wenn du damit leben kannst, dann hast du aber auch ein Problem, aber das ist relativ versteckt. Das ist hier ein sehr offener Angriff bei Bürger. Du wärst Obrigkeit von Gott? Nein, das bist du nicht. Dieser Bauer, hinter dem natürlich nicht der Bauer steht, sondern in dem Fall eben der Autor Bürger, der spricht dem Fürsten die Legitimation ab. Das ist eigentlich ein wirklich revolutionärer und für die Zeit auch, man könnte sagen, gefährlicher Akt. Es sind für solche Gedichte Leute auch ins Gefängnis gekommen, zum Beispiel Schubart ist wegen solcher Gedichte ins Gefängnis gekommen.
Und es ist ja auch nicht so, dass Gottfried August Bürger jetzt eine sehr steile literarische Karriere hatte. Er hat Zeit seines Lebens immer gekämpft und hatte immer große finanzielle Nöte. Und solche Gedichte haben auch nicht unbedingt beigetragen, dass er da sich beliebter machen konnte bei Fürsten. Wofür er bekannt geworden ist, das sind eigentlich die Lügengeschichten des Barons von Münchhausen. Die sind sehr beliebt gewesen, die hat Bürger verfasst. Aber ansonsten ist ihm jetzt eine breite literarische Anerkennung verwehrt geblieben. Man kennt vielleicht noch seine Ballade Lenore bis heute. Aber sonst hat er es ziemlich schwer. Und hier dieses kleine Gedicht, dieses Sturm- und Drang-Gedicht, das so frech und forsch die Legitimation der Fürsten abspricht, dieses Gedicht hebt Bürger zusammen mit Schiller, zusammen mit Goethe und anderen Autoren des Sturm und Drang in diese aus heutiger Sicht erfreuliche Position von Gedichten, die sich sehr deutlich positionieren, aber für die damalige Zeit waren das doch ziemlich gewagte Verse und allzu viele solcher gewagter Verse konnte man sich nicht leisten, konnte sich auch Bürger nicht leisten. Und wie wir wissen, hat es dann im deutschen Sprachraum doch noch ziemlich lange gebraucht, bis dieses Bewusstsein, dass Fürsten nicht von Gott legitimiert sind, eine breitere Masse erreichen konnte. Das hat doch ein bisschen länger gedauert als in Frankreich und auch die Französische Revolution hat ja dann nicht den erhofften, das erhoffte Resultat gezeitigt. Deswegen, hier haben wir in seinen durchlauchtigen Tyrannen, der Bauer gegen den Tyrannen, Realität war das nicht, es war eine Projektion. Gott spendet Segen aus, du raubst. Heute würden wir sagen, das Rauben hat leider nicht aufgehört, es sind heute vielleicht andere, die rauben, aber wir können auch den heutigen Räubern zurufen, du nicht von Gott, Tyrann.